Willkommen zurück hier in Minecraft oder in meinem Minecraft Let's Play. Wir sind fast ganz unten angekommen und haben noch leider keinen Diamanten gefunden. Auch keine Luftscherbe und nichts dergleichen, was wir benötigen. Einmal ein bisschen Bedrock vorarbeiten. Haben immerhin schon Redstone gefunden und andere Erze. Und werden uns demnächst mal mit dem Bau von oder mit dem Bau von Maschinen beschäftigen. Ich werde auch mal wieder ein bisschen was anderes zu sich bekommen als nur kahle Steinwände. Höhe 4. Jetzt müssen wir bald unten ankommen. Tick-Tack. So. Höhe 3. Endsport. Höhe 2. Und hier sind wir auch unten angekommen. Höhe 1. Tiefer geht es nicht erstmal. Gehen wir wieder hoch. Sind hier auch noch mal ein paar Fackeln hin. Wenn es hier so schön aussieht. Sauer. Ganz unten und haben leider hier in dieser Richtung keinen Diamanten gefunden. Gucken mal, womit wir uns als nächstes beschäftigen werden. Vielleicht mal mit einem Kohleofen. Ofengenerator. Mal 1. Dafür brauchen wir Eisen, Redstone und einen Ofen. Das kriegen wir hin. Da wir ja auch Redstone gefunden haben. Wollen wir erstmal einen Ofen bauen, obwohl oben haben wir ja einen stehen, den brauchen wir noch. Wir brauchen I2. Wäre schon mal ein Ofen. Nehmen wir uns einfach mal hier so ein bisschen Eisen. 12 reichen aber. Und jetzt drehen wir das.
Das werden wir dann nämlich demnächst auch elektrisch haben, wenn wir erstmal einen Ofen gebaut haben. Weil es ist doch ganz schön aufwendig, hier die ganze Zeit raufzubauen, ne? Auch ein wenig langweilig vielleicht. Deswegen holen wir jetzt erstmal einen Ofengenerator als nächstes. Um dann uns gleich einen elektrischen Ofen und einen Pulverisierer zu bauen. Wenn wir mit dem Ofengenerator antreiben können. Mal reingucken. Na, vier noch, das schaffen wir noch. Müsste doch bald mal sich aufhören zu drehen hier. Eine noch. So, nehmen wir doch gleich das hier mit und schmelzen das gleich oben noch mal ein. Mal einmal schlafen, dann können wir gleich zwischenzeitlich noch mal ein bisschen rausgehen, ein bisschen Holz sammeln. Wir bauen uns auch noch gleich eine Axt aus Eisen. Diese Axt kaputt, das nehmen wir auch noch Eisenäxte. Und wir bauen uns auch noch gleich noch eine neue Spitzhacke. Und Essen brauchen wir auch wieder was. Das heißt, wir können auch mal wieder ein bisschen was zu essen besorgen jetzt. Da werden wir demnächst auch Eisenwerkzeug, also uns ein Eisenschwert bauen. Schafe. Ne, das ist eine Kuh, ist das? Sieht mir aus wie eine Kuh. Mit einem Fleisch. Wow. Der Creo muss wieder alles kaputt machen. Für Leder haben wir dann. Leder können wir ein bisschen farmen. Dann können wir auch einen Gleitschirm basteln mal. Machen wir mal. Jetzt da oben hoch und dann mal ein bisschen die Wälder kommen. Da haben sie gar nicht so viel anscheinend. Besseres Schwert wäre auf jeden Fall auch nochmal hilfreich. Vier Leder haben wir. Wir brauchen 12 davon. Oder? Ja, ich glaube 12.
Das ist auch ein schöner Hut. Ja, ein Enderman, den kriege ich noch nicht tot. Am besten nicht angucken. Achso, das Schwert ist auch kaputt, glaube ich. Macht nämlich kaum noch Schaden. Ganz viele komische Sachen hier. Ich weiß auch nicht, wie Botania funktioniert. Vielleicht, wenn ihr es wisst, schreibt es mir doch mal in die Kommentare, dass man das alles braucht und das umfangreicher ist. Schreibt mir das und ich werde mir mein Tutorial angucken. Soll es auch irgendwelche Bosse geben, die man töten kann. Noch eine Kuh wäre doch schon, die noch ein Leder droppt. Wenn ich gleich noch am nächsten Folge anfange, mal den Gleitschirm zu bauen. Und da haben wir das schon. Drinks. Oh. Strings würde ich allerdings auch gerne mitnehmen. Ja, die Strings. Ah. Ich glaube, es ist jetzt ein paar, drei immerhin. Ich würde mal einen Bogen bauen. Holz noch ein bisschen, müssen wir auch mal wieder besorgen gehen. So, die Kiste ist auch schon wieder voll. Den erstmal ab. Wir nehmen noch eine Kiste für die Steine. Eisennuggets nehme ich nämlich auch da raus. So, fangen wir hier auch einfach schon mal mit. Okay, das alles ist nicht da drinne. Machen wir wieder ein bisschen Holz mit, um uns noch mehr Kisten bauen zu können.
machen wir hier eine kleine Kiste mit so ganz komischen Zeugs. Ganzen Blumenzeugs. Samen. Blumen, Samen und sowas. Und an der Stelle sage ich auch wieder, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Bis zum nächsten Mal.